Ja, mein Name ist also wie gesagt Martin Ebner. Ich komme aus Graz, was man wahrscheinlich unschwer an meinem Dialekt kennt. Ist halt österreichischer Dialekt, aber in Bayern versteht man mich, habe ich erfahren. Im Norden und im Westen tue ich mir etwas schwerer mit der Sprache. Ja, ich bin also dort, wie gesagt, Senior Researcher und ich habe also wirklich die Abteilung Lehr- und Lehrtechnologien seit heuer, 1.1. bekommen. Wir waren vorher auch nur Teil des zentralen Informatikdienstes und jetzt ist es so, dass der Rektor und Vizerektor erkoren haben, dass diese Abteilung mehr Gewicht bekommen muss. Auch deswegen, weil wir auch immer mehr Arbeit haben und sich die Technische Universität Graz doch jetzt immer weiter Richtung Digitalität entwickelt. Ich habe einen sehr provokativen Titel, dafür das bin ich meistens sehr bekannt, wo ich also frage, brauchen die Studenten von morgen überhaupt noch E-Learning? Und das Untertitel E-Learning im Jahre 2032, was viel zu weit ist, das werde ich nicht erfüllen können, weil ich weiß, dass Prognosen über ein Jahr schon schwierig sind in unserem Fachgebiet und ich immer ein Jahr zurückschaue und mir denke, das haben wir voriges Jahr nicht geglaubt, dass wir heuer schon wieder leisten müssen. Ja, Sie finden mich traditionell im Netz. Wer mich nicht findet, kann nicht googeln, ist die Aussage. Das liegt an der Profession. Ich pflege dort meine Profile natürlich. Sie können mich auf allen Kanälen erreichen. Der schwierigste Kanal ist traditionell das Telefon. Dort bin ich am schwierigsten erreichbar, weil ich meistens wo bin. Aber Sie können mich auch in Meetings erreichen mit E-Mails oder Sonstiges, weil Sie wissen, dass man da auch anderes tun kann mittlerweile. Ja, wo Sie also wollen, auf welchen Kanälen auch immer, wenn es Fragen, Feedback oder sonstiges gibt, ich freue mich darüber, ich diskutiere gern die Punkte durch und aus, denn das Wichtigste ist immer der Lehrende und der Lernende und man muss verstehen, also wie der Zusammenhang ist. Ja, am Anfang ein kleines Gedankenspiel. Also ich bin Vater, oder Sie sind vielleicht Großvater, Großmutter und haben einen Enkelin, einen Enkel, die fangen heuer an, in die Schule zu gehen, September 2015. Dann schließen die also in Österreich die Volksschule, bei ihnen die Grundschule 2019 ab. Sie maturieren und machen das Abitur 2027, sofern sie nicht neunjährig unterwegs sind. Der Bachelor im besten Falle 2030 und im allerbesten Falle 2030 der Master. Und dann frage ich ganz bewusst, ist das österreichische und in weiterer Folge das deutsche Bildungssystem auf das vorbereitet, dass wir heute Kinder ausbilden, die 2032 in die Berufswelt gegeben werden. In Österreich traue ich mir immer den Satz zu sprechen, wir haben es nicht einmal geschafft, für das Jahr 2015 auszubilden, geschweige denn für 2032. Also wir sind bei Gott nicht dort, wo heute der Alltag ist und die Technologie, ob das jetzt gut oder schlecht ist, geht rasend voran und ändert sich laufend und adaptiert sich. Ja, und die Hochschule kann aus verschiedensten Gründen oft nur mal schwer Schritt halten. Ja, ich habe also 5 Fragen und versuche auch Antworten zu geben, mit der Idee eigentlich zu sagen, wo muss eine Hochschule hin, was ist E-Learning für eine Hochschule, was ist Digitalität und wo sind eigentlich unsere Schwerpunkte? Also wenn ich heute das angreifen muss, wo muss ich hingreifen und was muss ich schauen? Die erste Frage ist, wer braucht noch E-Learning? Und ganz bewusst, dass er auf dieses E jetzt losgezielt, ist also die Frage, brauchen wir dieses E-Learning und wer braucht denn das eigentlich? Und der Hintergrund der Frage ist folgendes. Ich schaue mir einfach unsere Lernenden an. Unsere Lernenden, das ist einmal die Jugend. Die Jugend, und Sie sehen, ich habe den Auszug aus der sogenannten GYM-Studie mit. Das ist die größte Studie in Deutschland zwischen 12- bis 19-Jährigen, wo man also schaut, wie ist das Medienverhalten also dieser 12- bis 19-Jährigen. Und die neueste aus dem Jahre 2015, im November, sagt, ein Tablet-PC ist in 58% der Familien zur Verfügung. Hier zeigt sich eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, wo es 48% sind. Praktisch jeder 12- bis 19-Jährige besitzt ein Handy, 98%. 92%, also nur 6% weniger, haben ein Smartphone und 3/4, 75%, können mit einer Internet-Flatrate Online-Dienste nutzen. Das heißt also, 3/4 der Jugendlichen sind bereits rund um die Uhr mit dem Netz verbunden. Was für mich noch spannender ist, gut 3/4 der 12- bis 19-Jährigen besitzen einen eigenen Computer oder Laptop. Knapp 6 von 10 Jugendlichen verfügen über einen MP3-Player und Fernseher weniger. Das heißt also, vor vielen Jahren, also ich glaube 2010 war der Bruch, war der Fernseher das Nonplusultra-Medium. Das ist, gibt es seit also 2010 nicht mehr. Da ist das Nummer 1 eindeutig das Internet. Und auch auf die Frage, was man die Kinder am liebsten oder am wenigsten gern hergeben würden, bleibt immer das Internet über. Ja, das ist das Medium schlechthin, das brauchen Sie, warum auch immer.
Also das Argument vieler Lehrenden, vor allem noch vor vielen Jahren, das hat doch keiner und die Leute kommen doch nicht dann an die Materialien, wenn wir sie online stellen, ist, glaube ich, immer ein Problem auf Seiten der Lehrenden gewesen, dass sie es vielleicht noch nicht gehabt haben, nie ein Problem des Nachwuchses. Ich habe auch eine Studie zum Besitz, jetzt gehe ich noch einmal weiter runter, weil also man immer schaut, also mit den 100% Besitz bei Schülerinnen, und zwar die Studie ist jetzt schon wieder ein Jahr alt, 2013-14 in Österreich, gefragt, also haben Sie ein Mobiltelefon? Sie sehen also, bei uns schaut es halt so aus, dass die 11-Jährigen ist es flächendeckend und bei den 10-Jährigen erreichen wir also die 50%, 2013. Ein Jahr später ist zwar lustig, dass bei den 9-Jährigen Mädchen, also alle eines gehabt haben, ist es aber so, dass 9-10 Jahre, das ist die letzte Grundschulstufe. Ja, und ich bin überzeugt, 2015 ist das noch weiter nach oben gegangen. Alles, was ich an Daten habe, wir wandern immer weiter nach unten. Und das heißt auch, wenn Sie das weiter zurückverfolgen, dass auch 6- und 7-Jährige schon mit Telefonen in die Schule kommen, mit Smartphones. Das heißt, das ist eigentlich vorhanden. Und immer wieder im Gedanken haltend, das ist etwas Besseres, als wir seinerzeit zum Mond geflogen sind, 1969. Also die Amerikaner hätten gern so einen leistungsstarken Rechner gehabt, den heute jeder eingesteckt hat. Das heißt, das ist wirklich eine große Rechenpower, die also hier vorhanden ist. Und in Österreich ist es definitiv unmittelbar mit Internet Flatrate verbunden. Das ist dank der Gebühren. Bei uns kostet die 10 Euro im Monat Internet Flatrate mit einer 3G-Leistung. Da können Sie sicher sein, da überlege ich als Vater nicht, ob ich einen anderen Tarif abschließe. Da gebe ich mir eine Prepaid-Karte mit 10 Euro. Das ist also etwas, das dadurch durch die Infrastruktur einfach gegeben ist. Ja, wie schaut es bei den Studierenden aus? Und ich habe also da immer das große Glück, also ich darf die sogenannten Welcome Days leiten, die hat mir der Rektor seinerzeit also gegeben im Jahre 2007. Und das ist mittlerweile eine 9-jährige Langzeitstudie. Ich habe nur noch nicht die aktuellen Daten, die muss ich erst einarbeiten. Das heißt, 2007 haben wir begonnen, das ist der erste Tag, die Studenten kommen hier alle rein und wir führen sie in das Angebot der Universität ein. Und weil ich das mache, habe ich mir auserkoren, ihm einen Evaluationsbogen auszuteilen, um alles abzufragen, also was kommt denn da für eine Generation auf uns, um auch entsprechend reagieren zu können. Sie sehen, der Datensatz liegt der Pendel zwischen 600 und 1000. Wir haben ungefähr 1200 Anfänger pro Jahr an der Universität. So, was kommt da raus? Die nüchterne Frage, was besitzt du denn, lieber Student, liebe Studentin, zeichnet sich so ab. Sie sehen also, wenig überraschend, wir liegen bei 80-70% irgendwo am Gerätebesitz bei normalen Desktop-Computern. Laptops auch in der Größenordnung bei 70%, also viele davon haben zwei Geräte, ne? Also typischerweise. Auch bei den mobilen Smartphones, Sie sehen also, hier haben wir die 92% auch schon, ich weiß, heuer sind wir auf 98%, das heißt, es fehlt nicht mehr sehr viel, bis also hier komplett 100% sind. Wenig überraschend, das meiste also im Bereich Android, der zweite große Teil iPhones und dann gab es noch ein paar Resttelefone. Ja, was bei uns nicht so stimmt, der MP3-Player, sehen Sie es im freien Fall, das macht keinen Sinn mehr bei Smartphones natürlich. Und was für mich spannend ist und auf was ich jahrelang immer ganz genau hinschaue, ist dieser Part hier. Das heißt, also wir sind bei 12-13%, die bereits E-Readers besitzen, also Kindle-Geräte. Das mag dann für die Hochschule auch Auswirkungen haben, weil irgendwann werden die Studenten zu uns kommen und sagen, wir wollen E-Books haben. Also eure Skripten sind zwar nett, aber das ist ja ein Format, das also nicht lesbar ist auf einem Kindle-Gerät. Ich bin schon vorbereitet darauf, wir arbeiten schon seit Jahren darauf hin, dass also das irgendwann einmal möglich sein wird und das ist auch schon jede Fünfte oder jeder Fünfte. Spannend vielleicht auch das Kommunikationsverhalten, die Frage im Evaluationsbogen ist, mit was oder wie kommunizieren Sie täglich? Ja, also wenig überraschend ist das hier, 90% sind E-Mail, 80% sind SMS und dann natürlich, also auch das nicht verwunderlich, Sie sehen, die dritte große Säule ist Facebook. Facebook ist im Jahre 2010, wie an der violetten Leiste erkennen Sie das, gekommen, und zwar innerhalb von einem Jahr auf 70%, ja, täglich. Ich habe damals der Hochschule geraten, ob wir nicht über einen Social-Media-Auftritt nachdenken sollten, weil wir erreichen offensichtlich da die Studierenden. Man diskutiert bis heute noch, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja. Man könnte jetzt meinen, wahrscheinlich, wenn man jetzt noch 2-3 Jahre aushält, ist die Software eine andere. Ja. Gut. Ja, dann vielleicht entschließt man sich auch, also da zu diskutieren. Und dann natürlich sehen Sie da ganz einsam und verlassen eine nächste Säule. Ja. Diese Säule ist letztes Jahr aufgetreten. Auch so von 0 auf 100. Ja.
Und das heißt, also ich rede seitdem, die WhatsApp-Generation ist jetzt an der Hochschule angekommen. Das ist ein anderes Tool, das ist kein Facebook, ja, das ist ein SMS, gruppenmäßig an alle, das ist wieder ein anderes Kommunikationsverhalten. Und so viel kann ich verraten, heuer ist es passiert und ist E-Mail abgelöst worden. Also diese Säule ist höher als E-Mail und SMS, das ist das Kommunikationsmedium unseres Nachwuchs. Und jetzt muss ich natürlich überlegen, wenn die alle WhatsAppen wie die Wilden, ist das vielleicht interessant, also auch auf diesen Kanälen zu kommunizieren als Lehrender. Ja? Also die Studierenden machen es und zwar so schnell, dass wir gar nicht schauen können. Ja, das ist auch in vielen Umfragen, wenn Sie meinem Sohn WhatsApp wegnehmen, dann hat er, glaube ich, das, dann kann ich ihn gleich abstrafen und zu Hause lassen. Und ja, also immer im Hinterkopf halten, also WhatsApp ist, also die Generation ist jetzt eindeutig da, die ist also jetzt, die können Gruppen anlegen, die legen schnell eine Gruppe an, bevor sie mit irgendwelchen Kollaborationstools irgendwas erreichen wollen. Ja, im freien Fall, das tut meistens den Technikern weh, sind Forum- und Newsgroups, die sind schon langsam wirklich out of date, also trotz, dem ich also Informatiker bin, meine ich etwas, weil ich sie immer noch für sehr effizient halte, aber vielleicht ist das auch eher historisch als etwas anderes. Ja, dann frage ich in Österreich immer ab, wie schaut es denn eigentlich mit E-Learning an Schulen aus? Wir haben in Österreich die sogenannte Moodle-Initiative. Jede österreichische Schule kann also sich eine Moodle-Instanz anlegen, wird vom Ministerium gefördert. Ja, das ist also, geht schleppend voran, wenn Sie so sehen. Also wenn ich Sie frage, wie oft verwenden Sie es, dann sehen Sie, naja, also Moodle ist das Gelbe. Da, ja, also das, also oft sind nur 20%, täglich nur mal 10%. Also das ist nicht wirklich in Schulen so wirklich aktiv. Ist aber in weiterer Folge auch nicht so wahnsinnig verwunderlich. Also ich behaupte immer Learning Management Systeme, die Betonung liegt auf Management Systeme, ist dann sinnvoll, wenn man sehr hohe Hörerzahlen hat. Also es geht ums Management, um Hunderte vielleicht von Studierenden zu verwalten und das ist in Klassenzimmerverbänden noch nicht so essentiell. Also da finden sich Tools und Applikationen, die einfacher und schneller sind. Also, aber ich zum Beispiel bei meinen 500 Studierenden müsste mir einen Kopfschuss geben, also wenn ich das nur mit Excel-Listen oder sonstiges machen wollte. Ja, spannend ist vielleicht auch das hat sich auch heuer nicht wahnsinnig verändert. Also ich frage jetzt immer, wie schaut es eigentlich mit digitalen Lernmaterialien an Schulen aus? Also rein eine subjektive Einschätzung ist eine Zeitleiste quasi von 100% digital, da ist dann 0%, bis also 100% analog. Schätzen Sie ungefähr ein, wie viel von Ihren Lehrmaterialien in Schulen digital und analog sind. Also Sie sehen, also es liegt irgendwo hier herinnen, das heißt schon noch das meiste analog, das sind natürlich die großen Schulbücher, in Österreich haben wir eine freie Schulbuchaktion, aber es nimmt halt zu. Also ich muss halt schauen, also wann kippt das und wann werden die Materialien immer mehr digital, das ist auch im Hinblick auf iPad-Klassen und sonstiges. Also man redet ja immer auf viele Digitalität und hat also keine Lehrmaterialien dafür, das ist auch also ein Problem. Ja, das ist also mehr zum Drüberstreuen, da sehen Sie dann ganz detailliert, wo wir fragen, ja, was verwenden Sie eigentlich zum Lernen und so weiter. Und die großen Säulen sind also wenig überraschend, sind die Kommunikationstools und sind natürlich YouTube, Wikipedia, das kennt jeder, da kann man abschreiben und so weiter. Das heißt, die ganz wirklichen Tools, was man heute so mit Blogging oder sonstiges hat, das ist auch bei den Studierenden eher, sage ich mal, unter dem Bereich. Das heißt, sie kennen das zwar, sie lesen zwar ganz brav mit, aber aktiv zum Teil, also ist das also noch nicht, das hat sich über die vielen Jahre nie geändert. Spannend ist vielleicht natürlich auch die Cloud-Dienste, Dropbox oder sonstiges, das ist also bekannt und wird auch verwendet. Ja, und zum Schluss also gibt es noch eine Cluster-Analyse, da haben wir also eigentlich die Frage gestellt, wie ist das mit der Online-Kommunikation? Ist jetzt jemand, der WhatsApp nimmt, nie in Facebook, schreibt er nie dann eine SMS, macht er nur WhatsApp und so weiter, oder jemand, der in Facebook ist, ignoriert WhatsApp und so weiter. Und das ist kommt überhaupt nicht heraus eigentlich, also das sind verschiedene Typen und Sie sehen also hier, wenn die blaue Gruppe so hoch in der Nutzung von WhatsApp ist, dann ist Facebook ungefähr so, die orange Linie sehen Sie ist fast gleich hoch, das heißt also es kommt da hier keine Korrelation. Das Einzige, was man aussagen kann, ist, es gibt Personen, die kommunizieren, das sind fast alle, weil die Gruppe, die also die gelbe, sind also die, die hier unten, die wenig kommunizieren von dieser Umfrage, die kommunizieren dann generell wenig. Aber es ist so, dass grundsätzlich, wenn jemand kommuniziert, gibt es also keinen Unterschied in den Kanälen, dann kann er im Wesentlichen die bedienen und macht es eigentlich. Das heißt also, wenn kommuniziert wird auf allen Kanälen, da können Sie davon ausgehen, dass also jeder das verwendet. Ja, ein Zitat aus einem Buch, das ich also auch jetzt da gerade wieder mal lese, die vierte Revolution, das hat mir unglaublich gut gefallen, der beschreibt also die Generation Z, das ist also jene nach 2000, und schreibt hin, also die Jugend von heute lässt sich so charakterisieren, wahrscheinlich denken sie, dass sie sich bei einem Pocket Mirror, ja, einem Taschenspiegel,
Ich kenne sowas noch, ja. Mein Großvater wird noch einen haben, aber ich habe mir gedacht, aha, ja klar, das hat es einmal gegeben. Also er wird eher glauben, dass es sich um eine Telefon-App handelt. Ja, also das ist, die denken ganz anders schon, die sind einfach gewohnt, mit der Digitalität umzugehen. Viele Dinge brauchen die nicht mehr, weil sie wissen, sie können heute ja eh schon mit dem iPhone als Spiegel verwenden, und damit ist vieles auch hinfällig geworden. Also die Frage 1, also die Frage, wer braucht denn noch E-Learning, und bewusst auf das IS losgelegt ist, ich glaube, dass es für die Jugend, die fragen sich einfach, was reden die da eigentlich? E-Learning ist etwas, das sowieso da ist. Also Digitalität kenne ich nicht anders, und die kommen ja her mit der Idee, dass natürlich bei uns die Skripten online sind, dass sie mit uns online kommunizieren können und Sonstiges. Also die kennen das ja gar nicht anders aus ihrer jugendlichen Erfahrung die letzten 15 Jahre. Das heißt, die setzen das eigentlich voraus. Und nur wir haben das Problem, nachdem wir also alle in einer Zeit noch gelebt haben, wo es das nicht gegeben hat, und wir können uns auch noch erinnern daran, so schnell ist das gegangen, ist es schwierig, danach zu ziehen und uns das vorzustellen, dass also das vielleicht nur ausschließlich so ist. Ich bin der Einzige in meiner Lehrveranstaltung, der sagen kann, ich habe eine Hochschule ohne Internet erlebt. Die Studierenden schauen mich an und sagen, ja, und das ist, hat funktioniert. Das ist schon spannend. Also ich muss sagen, ja, es hat funktioniert, aber wenn ich mich zurückerinnere, wie es funktioniert hat, dann war das mit einem unglaublichen Personalaufwand. Also wir könnten heute, wenn wir einfach das Internet für Wochen ausschalten, das nicht mehr bewältigen, weil wir gar nicht mehr das Personal so haben. Ja, wir sind damals zu viert als Assistenten in den Hörsaal gelaufen und haben Kopien verteilt. Heute stehe ich als Professor alleine, Assistenten kriege ich keine mehr für so etwas. Ne? Das ist also das hat einen kompletten Shift gegeben, den heute also keiner mehr so richtig miterlebt. So, also Medieneinsatz, auch für Lernzwecke, ist für Jugendliche von heute normal, alltäglich ein integraler Bestandteil ihrer Lernumgebung. Ja? Also gehen wir davon aus, die Personen, die an die Hochschulen kommen, die können mit der Digitalität umgehen, die sind es nicht anders gewohnt. Sie sagen, in der Straßenbahn tun sie nichts anderes, recht haben sie. Und die verlangen das natürlich auch, dass sie die Inhalte an die Universität also so bekommen. Jetzt ist die Frage, ja, wie kommt dann die Hochschule nach? Was muss die tun? Wie lernt die denn dieses E-Learning? Und was tun wir hier? Und ich habe also im österreichischen Ministerium also oft Möglichkeiten, wieder meinen Senf von mir zu geben. Es nützt nicht immer was. Ich habe immer drei Säulen. Ich sage immer, das Ministerium sagt immer, was soll man tun? Sage ich ja, drei Säulen sind es. Erstens, wir müssen die Hochschuldidaktik stärken. Ja, also das erlebe ich auch in Deutschland noch so. Wir haben einfach hier Medienpädagogik, Mediendidaktik, Medieninformatik. Ja, das sind drei Begriffe. Es heißt nicht nur Medienpädagogik, sondern wir müssen auch wissen, wie wir das einsetzen. Das ist die Didaktik, und die Medieninformatik sagt, wie es technisch läuft. Also es nützt nichts, wenn der Lehrende kein technisches Grundverständnis hat, dann tun sie sich schwer, einen Beamer anzuschließen. Und das ist die erste Hürde. Und wenn sie einmal vor 500 Personen den Beamer nicht richtig angeschlossen haben, dann lassen sie es bleiben. Das ist eindeutig. Ja. Das geben sie sich kein zweites Mal, dass 500 Leute grinsen. Ja, und das ist das Problem. Also ich muss Leute eigentlich dorthin schulen, und das sind diese drei Säulen, die Medienpädagogik, Didaktik und Informatik. Also in der Hochschuldidaktik lernen wir also wirklich tolle und interessante Sachen, aber natürlich, also dieses Thema ist oft noch so, ja, in zwei Stunden erklärt man uns dann schnell, da gibt es eine Hörsaalsteuerung, die aber so komplex ist, dass man also schon ein eigenes Studium braucht dafür. Also Stärkung der Hochschuldidaktik, wir beginnen jetzt auch sukzessive im steirischen Hochschulraum, also auch dieses zu stärken. Wir haben jetzt ein eigenes Programm entwickelt. Natürlich können Sie sich vorstellen, massenweise strömen die Leute bei uns rein. Ich habe gerade zwei zusammengekratzt, weil auch das Bewusstsein nicht da ist. Ja. Klar, Sie wissen ja gar nicht, was machen wir denn da. Ja. Also ich hätte so viel dazu erzählen, dass ich das Doppelte fülle an Zeit, aber das ist halt schwierig auch zu vermitteln. Dann ist uns ganz wichtig, und das hören dann die Rektoren und so weiter und der Senat, wie es bei uns heißt, gar nicht so gerne, das ist die organisationelle Verankerung. Also wie schaut es mit Abgeltung aus? Ja? Was heißt es, wenn ich Online-Lehre mache? Ist Online-Lehre gleichwertig der Präsenzlehre? Da gibt es ja endlose Diskussionen, keine ordentlichen wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich habe auf Fachhochschulen unterrichtet, da hat man mir erklärt, das ist ein Drittel der Präsenzlehre wert. Ich habe schon mal gedacht, ich unterschreibe den Vertrag gleich nicht. Ja. Also wenn einer ordentlich Präsenzlehre macht, dann ist das viel mehr Zeit, als wie wenn ich einfach da reinmarschiere und meine Folien runterklappere. Ja, und das war also alles noch, also was heißt das? Ja, da gibt es große Ängste. Und wenn das organisationell nicht verankert, nicht gelöst ist, ja, dann werden ihnen natürlich die Masse nicht mitmachen, weil die redet sich immer darauf auf, ja, das darf ich doch gar nicht machen und ich bekomme das nicht bezahlt und was ist dann und so weiter und so fort. Über das muss man sich wirklich viele Gedanken machen, und das geht sehr mühselig. Ich glaube, das ist die Haupthürde, warum es so langsam vorangeht, weil natürlich, also bis ich eine Satzungsänderung habe an einer technischen Universität, da vergehen also Jahrzehnte.
Ja, und dann natürlich die Schaffung der Infrastruktur. Klar, also man muss natürlich also immer wieder hier investieren. Man unterschätzt das leider Gottes immer wieder. Alles, was da hier rundherum läuft, kostet. Und Sie wissen, also genauso wie Sie ein Update bei einem Programm machen müssen, müssen Sie jeden Router alle 2 Jahre erneuern. Und die reiben sich auch die Hände. Das heißt, also die wissen das ja, geben Ihnen billig die Router am Anfang. Nach 2 Jahren stehen die Firmen da und sagen, so da, jetzt müssen wir austauschen, weil sonst können Sie also die Leistung nicht mehr fahren. Vor allem also haben wir das Problem, dass wir immer davon ausgegangen sind, naja, also so ungefähr 50% der Sesseln hier, die werden also damit WLAN versorgt. Ja, das war ein schöner Gedanke. Heute hat jeder 3 Devices eingesteckt, die sich automatisch in das Internet connecten und die ersten 5, die da reinkommen, machen uns den WLAN-Access Point schon leer. Ja, dann steht alles. Ja, also das, ich war an der PH Zürich, die haben mich sehr beeindruckt. Die haben also 8 WLAN-Router im großen Hörsaal hängen, die sind ausgelegt auf bis zu 4 Zugänge pro Person. Da flutscht es jetzt. Ja, schauen wir mal, wie es in ein paar Jahren wieder ausschaut. Also wenn Sie da mit Uhren, Brillen oder sonstiges erinnern sitzen und überall einen WLAN-Zugang brauchen. Mein Credo ist immer, nehmen Sie ein Kabel mit als Lehrer, das ist die einzige Chance, um Internet zu kriegen. Ja. Also da muss man auch investieren und das kostet leider Gottes halt Geld. Ja. Also das wird etwas, also man da gerade jemand, der also sich wenig mit IT beschäftigt, hat das Gefühl, da tut er nur reinzahlen. Das ist wie beim Auto, beim Mechaniker, da haben Sie auch das Gefühl, Sie müssen nur zahlen die ganze Zeit und was zahlen Sie da eigentlich? Und in der IT ist es leider Gottes auch so. Also wir kämpfen tagtäglich mit diesen Dingen. So, also wichtig und für die zweite Frage, also auf das, wer macht denn E-Learning? Also ein umfassender, integraler Medieneinsatz ist nur mit entsprechender Medienkompetenz möglich. Das nützt einfach nichts. Wir müssen dringend schauen, dass also die Hochschulen und also auch die Lehrenden der Hochschulen die Möglichkeiten haben also und auch geschult werden in die Richtung, weil sie nur dann das Potenzial erkennen. Ja, weil sonst bleibt es beim Hochladen eines Skriptums und das ist natürlich eigentlich schade, weil also dann nicht alles ausgenutzt wird. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir kompetente Studierende, wir haben kompetente Lehrende, jetzt brauchen Sie auch Lerninhalte. Nützt ja nichts. Also Sie müssen auch digitale Inhalte haben und Sie kennen das also aus den ganzen Debatten wie Urheberrecht und Co., dass das gar nicht so eine triviale Möglichkeit ist. Also Sie können ja oft auch Folien im Hörsaal nicht zeigen, weil die urheberrechtlich geschützt sind und so weiter und so fort. Das ist also kein Problem, dass man einfach unter den Tisch fallen lassen kann. Ich habe 3 rhetorische Fragen mit und die sind allein schon spannend für mich immer wieder. Die Situation ist folgende, ein Lernender erstellt sich Lernunterlagen, indem er sie aus mehreren Dokumenten zusammenkopiert. Bei uns an der Technik heißt es Formelsammlung. Also da kopiert man sich alles zusammen, dann hat man die endlich erstellt auf 2, 3, 4 Seiten. Dann natürlich kommt der Nächste und sagt, ha, das ist doch toll gemacht, kann ich das bitte auch haben. Ne? Also darf er sie jetzt diese Mitschülern weitergeben und wieder veröffentlichen, weil heutzutage geht das ja nicht mehr so mit Zetteln und Kopie, sondern man schickt ihm eine E-Mail oder stellt das auf eine Plattform und so weiter. Ja, 2. Situation, der Lehrende findet Arbeitsplätze, das sind also jetzt wir, im Internet für den Unterricht. Ja, super, endlich hat der andere das gemacht, da brauche ich ja nichts mehr machen. Tolle Übungen. Dürfen Sie das Dokument verändern und an die Lernenden weitergeben? Ja, muss nur eine Kopie sein, es muss nicht einmal digital sein. Und das Letzte, was ich habe, ist auch das, was ich laufend erlebe. Ein Lernender schreibt eine Prüfung an einer Bildungsinstitution. Ja, dann hat er eine sogenannte Prüfungseinsicht. Er kann also zu mir kommen, sich anschauen, wie ich ihn benotet habe. Dann geht er nach Hause und hat sich alles brav gemerkt, was ich gefragt habe. Schreibt es sofort nieder und dann speichern die das auf irgendeiner, bei uns heißt das iGiraffe oder sonstiges, ist irgendeine Plattform, wo sie alles ablegen, damit die Nächsten natürlich profitieren können davon. Ja, und ich würde ja nicht fragen, wenn es also eh alles erlaubt ist, ja. Bei allen Sachen, ich gehe jetzt davon aus, die Materialien waren nicht lizenziert, haben Sie eine Urheberrechtsverletzung gemacht. Urheberrechtsverletzungen sind, wenn Sie wissen, kein Kavaliersdelikt, 2 Monatsgehälter, da zahlen Sie ordentlich und wenn Ihnen das einmal passiert ist, dann lassen Sie die Finger von digitalen Lehr- und Lerninhalten. Das ist auch nicht das, was wir eigentlich wollen, sondern das Urheberrecht hat halt große Beschränkungen in viele Richtungen und es ist halt so, dass Urheberrechtsregelungen, insbesondere im deutschsprachigen Raum, da ist also das deutsch-österreichische Urheberrechtsgesetz sehr stark, erlauben eben im Regelfall nicht, augenscheinlich freie Materialien, die so im Internet herumschwirren, zum Zwecke des Unterrichts einzusetzen. Es ist ein bisschen unterschiedlich, weil in Deutschland gibt es eine Deckelungsregel oder sonstiges, aber das sind schon fast Details. Ja, also gehen Sie mal davon aus, im Groben also ist es so, wie ich es also hier erzählt habe.
Ja, das Problem ist viel weitreichender. Dann könnte man Abhandlungen über die ACTA oder Sonstiges machen. Also Sie wissen, da stecken große Konzerne, großes Geld dahinter und die Bestrebungen, das Urheberrecht anders zu gestalten, erlebe ich weder in Österreich noch in Deutschland, weil da gibt es andere Interessen, die durchaus berechtigt sind. Also das muss ich auch gesagt haben. Und dann muss man sich natürlich fragen, was macht man da mit digitalen Klassenzimmern, wenn man keine digitalen Lehrinhalte verwenden kann. Ich kann nicht einmal den Kindern also eine Kopie schicken oder Sonstiges. Oder gibt es dann die Schulbuchverlage, Entschuldigung, dass ich das jetzt auch noch anbringen muss, die dann sagen, naja, im Klassenzimmer ist alles erlaubt, ja, dann können sie zwar mit ihren Kindern da hin und her tun, das digitale Schulbuch, aber wehe, der schickt es den Eltern weiter. Ja, sie sind nicht Teil des Klassenzimmers. Ja. Das heißt also, wenn sie dann die Frage per E-Mail bekommen, und dann hat ihr Kind gerade eine Urheberrechtsverletzung gemacht und sie sind der gesetzliche Vertreter, bla 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 bla, ne, und dann geht schon dahin. Und verklagen tut ja nicht, da gibt es bei Ihnen die wunderschönen Abmann-Anwälte, die mittlerweile sogar schon die Arme bis nach Österreich haben, ja, und in Österreich Verklagen machen. Ja. Also wir haben letztes halbes Jahr 3 Klagen an der Technischen Universität Graz gehabt in der Größenordnung 2.000 bis 4.000 Euro für solche Scherze. Ja, und dann muss man sich fragen, ja, was tun wir dann einfach, packen wir zusammen, wenn das eh nicht funktioniert, ist es schwierig. Und ich behaupte, es gibt schon eine Lösung und die liegt in der Open Culture. Sie kennen ziemlich sicher Open Source Bewegung, Sie kennen ziemlich sicher Open Access, ne, also wo also große Universitäten beginnen zu sagen, wir publizieren ausschließlich nur mal Open Access. England das als nationenweit schon durchgeführt hat und da drinnen gibt es den Begriff der sogenannten Open Education Resources. Ja. Open Education Resources oder kurz OER. Und die definieren sich folgendermaßen, die sagen, das sind Materialien für Lehrende und Lernende, welche einerseits kostenlos im Web zugänglich sind, klar, und über eine entsprechende Lizenzierung zur Verwendung und auch zur Modifikation freigegeben sind. Ja, die haben ein kleines Pickel dran, ein Disclaimer. Mehr ist es nicht. Da steht dran, zum Zwecke der Lehre können Sie mit dem tun und lassen, was Sie wollen. Im Prinzip. Und das ist natürlich etwas, das einmal grundsätzlich uns allen das Leben sehr stark erleichtert. Und ich behaupte mal, daran kann jeder Part machen. Also Sie, wenn Sie jetzt hergehen und Lehrender sind und sagen, ja, ich will eh, dass das andere verwenden dürfen, weil sonst stelle ich es vielleicht eh gar nicht ins Internet, dann machen Sie den Disclaimer einfach dazu und sagen, zum Zwecke des Unterrichts können Sie mit diesen Materialien machen, was Sie wollen. Ich als Lehrender freue mich, wenn Sie mein Buch verwenden, weil das ist auch Reputation für mich. Ja? Das heißt also, dass mein Buch offensichtlich so gut ist, dass es auch also in anderen Universitäten unterrichtet werden kann. Ja, typischerweise hat es Creative Commons Lizenzen, die CC BY SA Lizenz zum Beispiel, das heißt, Sie müssen meinen Namen nennen und bei gleichen Lizenz das wieder weitergeben, ist also die größere Bewegung des OER und das ist, was dahinter steckt. Wir wollen also eigentlich nur ermöglichen, dass also Bildungsinhalte verbreitet werden können. Das ist kein Zwang, also ich zwinge keinen an der Hochschule bei uns, der sagt, er muss OER machen, sondern ich biete es ihm an, zu sagen, wenn Sie ein Skriptum schreiben und sei es ein gedrucktes Buch, das hat nichts mit Digitalität zu tun, versehen Sie es mit einer Lizenz. Ja, dann ist klar, wie der Nächste das nutzen darf und wenn Sie wollen, dass es nicht nutzen, dann schreiben Sie drauf, es darf nicht verwendet werden. Ja. Aber Sie wissen, wenn Sie anfragen bei den Lehrenden, da kriegen Sie keine Antwort oder Sonstiges. Das ist alles also eher schwierig. Dass die Idee funktioniert, also wir haben unter anderem, ich glaube, das erste große deutschsprachige Lehrbuch geschrieben, Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien mit über 300 Personen, 62 Kapitel, die also komplett offen lizenziert sind. Das heißt, das können Sie jedes Bild daraus nehmen und bei Ihnen einzeln in einer Präsentation einbetten. Das ist also ausdrücklich erwünscht und gewollt. Wir wollten ein Lehrbuch machen, das nicht verstaubt im Regal, sondern das verwendet wird. Das war das Credo. Wir haben die Idee gehabt, also dass das tatsächlich zum Einsatz kommt. Wie oft glauben Sie, habe ich das Buch verkauft, weil es gibt es auch als Print. Es ist jetzt, muss ich dazu sagen, 2010 erstmalig auf den Markt gekommen. Wie viel Stück verkauft man von so einem Buch? 600 Seiten? Nein, nur jetzt einmal der Print, wirklich Buchverkauf. Nein, also es war ein bisschen besser, 200 Stück, also das heißt also gar nicht so schlecht eigentlich. Der Verlag hat mir auch gratuliert, haben sie gesagt, ein Lehrbuch, 200 Stück, das ist ein super tolles Stück. Und jetzt zeige ich Ihnen die Downloadzahlen. Ja? Die Downloadzahlen, die habe ich gestern vom Netz geholt, schauen momentan so aus, beide Versionen. 500.000, ja, eine halbe Million. Ja, und dann muss ich mich ehrlich fragen, für was produziere ich Bücher, die 200 Leute kaufen? Oder produziere ich etwas, das tatsächlich gelesen wird? Ja, also ich bin natürlich, also ich habe auch nicht gewusst, dass es in die Größenordnung geht, für dieses Buch bekannt worden im deutschsprachigen Raum, durch diese Aktion. Ja, das ist momentan das Standardwerk. Und das ist natürlich spannend, weil es zeigt, es gibt sehr großen Bedarf da draußen. Leute suchen
immanent nach Inhalten und die verwenden das natürlich dann auch. Ja? Und also wenn sie Ressourcen schaffen, das heißt also der Nachfrage nach Lehrinhalte ist einfach gegeben. Wir betreiben in Österreich auch das Austria Forum, das ist also die größte landeseigene Wikipedia, die es gibt auf der Welt. Aha, wir haben also über 600.000 Lernobjekte da drinnen mittlerweile, einzigartige Bücher, die Sie im Buchhandel nicht mehr bekommen, digitalisiert, mit der Idee eigentlich, das auch Inhalte an Schulen weiterzugeben. Ja, das, also, das sind auch Unterrichtseinheiten drinnen, gestern haben wir wieder für die Informatik was reingespielt, mit der Idee, das zu verbreiten, gesammelt, Leute können hier suchen, Inhalte verwenden. Auch machen wir iMOOCs. iMOOCs ist die MOOC-Plattform, das ist also das Gegenstück zu Moin, Online-Campus in Lübeck. Und Sie sehen es hier, also ich habe, also da sind wir ganz stolz drauf, die Schirmherrschaft der UNESCO dafür bekommen. Warum? Weil alle unsere Kurse ausschließlich OER sind. Das heißt, Sie können bei uns reingehen, Sie können sich einen Film heraussuchen und Sie können den hier im Hörsaal zeigen, ohne weitere rechtliche Bedenken. Und das ist eigentlich der Sinn meiner Kurse. Also ich will jetzt nicht da die Welt damit bespaßen und ausbilden, sondern wir haben hier eine Möglichkeit, Bildungsinhalte einfach zu verbreiten und weiterzugeben. Und das ist für Schulen nutzbar, für Hochschulen nutzbar und das tut keine amerikanische Universität. Wenn der Kurs aus ist, ist er weg vom Netz. Ja, da kriegen Sie keinen Film mehr. Und da steht nicht dabei, Sie dürfen den für den Unterricht verwenden. Ja, die haben Geschäftsmodelle dahinter. Das würde also, glaube ich, im deutschsprachigen Raum gar nicht so funktionieren. Unsere Idee ist, das wirklich zu verbreiten und vielen Leuten zugänglich zu machen. Ja, also drittens, und das ist jetzt auf die Idee hin die Frage, also wer braucht denn diese, wie macht man Lerninhalte, ist die Öffnung der Zugänglichkeit von Bildungsinhalten ist für uns zwingend notwendig. Es nützt einfach nichts. Ja. Also wir tun uns einfach schwer, wenn keine digitalen Unterlagen vorhanden sind. Es wird nicht jede Hochschule alles neu produzieren können. Und Sie wissen, was die Produktion von Lerninhalten angeht. Das ist der Knackpunkt. Eine Plattform hinzustellen und einen Betreuer dazu zu geben, das ist relativ leicht geschehen, ist kostenmäßig überschaubar, aber einen Studiengang auf digitale Lerninhalte umzustellen, da haben Sie Aufgabe über Jahre und Jahrzehnte. Ja, das dauert einfach. Ja. Also wenn Sie selbst einmal ein Online-Skriptum, ein online-taugliches Skriptum geschrieben haben, dann wissen Sie, welcher Arbeitseinsatz dahinter ist. Ja, und damit ist es die Idee zu verbreiten. Ich gehe mal davon aus, also bei uns ist es halt die Wiener. Die Wiener machen auch nichts anderes wie die Grazer. Und wenn ich von denen zwei Videos kriege und dafür kriegen die zwei Videos von mir so nach dem Motto, dann ist es eine Kultur des Tauschens und der Teilens und es geht ja um die Lehre. Ja, also was mache ich mit den Inhalten? Also das Video allein wird die Lehre nicht machen, das wissen Sie auch, sondern es geht darum, wie setze ich das ein, wie erkläre ich das und wenn es dann brauchbar ist, ist es ja nur gut und geholfen. Und ist auch eines der Hauptprobleme der E-Learning-Projekte, die wirklich in den Sand gesetzt worden sind, weil die kein OER waren, die waren nie nachhaltig, man hat sich nie Gedanken darüber gemacht, wie nach 10 Jahren in Gottes Namen kommt man noch an die Inhalte. Auch Österreich hat viele Millionen in die Luft gesetzt, so, weil die Projekte um die Jahrtausendwende, die sind, weiß ich gar nicht, die gibt es nicht mehr online, ja? Das sind weg. Ja, die Frage ist dann, jetzt haben wir einen Studierenden, den Lehrenden, wir wissen also auch, wir haben jetzt auch Lerninhalte, jetzt geht natürlich die Frage, wie macht man denn dieses E-Learning dann eigentlich, das ist die nächste Frage. Das ist eigentlich so, dass ich denke, die theoretischen Konzepte, und da sehen Sie ein kleines Hackerl von mir, sind vorhanden. Ja, also ich glaube, die Forschung auf diesem Sektor ist grundsätzlich sehr gut und sehr weit, das heißt, wir wissen eigentlich ganz gut, wie man das einsetzen kann. Sie sehen also, es gibt also verschiedene Typologien, wir können Ihnen das alles genau erklären und die Mediendidaktik auch noch, ja, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, jetzt geht es ums Umsetzen. Ja? Also das ist natürlich so, dass das Einsetzen von diesem E-Learning ist natürlich nie so, dass ich Ihnen zwar sagen kann, wie Sie es verwenden müssen, aber das ist eine Integration in Ihren bestehenden Unterricht. Das ist Mühe, das macht Aufwand. Das beim ersten Mal klappt es sicher nicht so, wie Sie gerne hätten, sondern es ist halt eigentlich so, dass man sagt, man muss sich selbst hiniterieren, weil man muss ja auch wissen, was für mich am besten geeignet ist. Ja? Und wie gehe ich mit den Dingen um und was brauche ich eigentlich? Und also da ist es immer schwierig, aber, und das gebe ich immer mit, ein adäquater Medieneinsatz erhöht Ihnen die didaktische Vielfalt. Sie haben Möglichkeiten, die Sie sonst nicht gehabt haben. Ja? Und sei es dieses einfache Beispiel hier. Ja? Ich kann hier eine technische Zeichnung machen, indem ich Ihnen ins Publikum schaue. Das können Sie mit der Tafel nicht machen. Und ich weiß, jeden Professor, den ich einmal mit einem Tablet-PC in den Hörsaal geschickt habe und der das gespürt hat, wann er ins Publikum schauen kann, wann er vorne konstruiert, der hat den nie wieder zurückgegeben. Der hat gesagt, jetzt kaufe ich mir sowas. Ja? Ja, und mir wird dauernd vorsuggeriert, ohne die Tafel geht es nicht. Ja? Und ich sage Ihnen, also ich habe da gerne die ganz neuen Geräte, die sind so gut, dass Sie schreiben am Papier da vorne. Da merken Sie keinen Unterschied mehr. Und das Erlebnis zu sehen, wenn Sie einen Strich machen und keiner versteht das, das ist ganz was anderes, als wenn Sie mit der Tafel reden. Ja?
ist wirklich spannend. Also ich empfehle es jedem. Ja, also an einer technischen Hochschule brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Ich habe nur die Mathematiker, mit denen muss ich kämpfen, weil die Mathematiker erklären mir, sie brauchen diese Tafel, die also dreimal so lang ist, sonst können sie ihre Formel nicht unterbringen. Auf meine Argumente hin, dass die Studenten alle eine DIN A4-Zettel haben, das haben die bis heute ignoriert. Das ist schwierig. Und was natürlich auch noch ist, den Mathematikern ist der Stift zu langsam. Die Kreide, da kann man schneller schreiben, das stimmt. Also man kann mit der Kreide schneller schreiben, das also haben die trainiert bis ins, in die Vergasung offensichtlich, so schnell schreiben, dass keiner mitkommt. Und da tun sie sich da ein bisschen schwer, weil das muss digital umgesetzt werden. Ne? Aber schauen Sie sich es an, ist ein guter Tipp von mir. Und Sie sehen also, das ist der neue iPad Pro, der ist groß. Den habe ich nicht, weil ich so gern auf Größe stehe, sondern den habe ich für die Lehre, weil ich da endlich ein großes Gerät habe, mit dem ich schön arbeiten kann. Ja, wo lernt man denn eigentlich, ist das dritte, oder die letzte Frage jetzt. Also jetzt haben wir gesagt, wie wissen wir auch. Jetzt die Frage noch dieses Wo, weil das ist für die Hochschulen schon essentiell. Ist es so, dass in Zukunft alle da vor mir sitzen? Dann würde ich heute sagen, das ist ja toll, weil heute sitzen nur mal 3 von 500 vor mir. Ja, also wenn das das Ziel ist, dass wieder alle 500 da sind, nur befürchte ich, dass das nicht besser wird. Also ich, gerade in der Informatik, wo man davon ausgehen kann, dass die Leute viel affiner mit Technik sind, wie gesagt, 3 von 500. Ist so mein Ding, noch 3, 4 Vorlesungen, da muss ich eigentlich fragen, was mache ich da, das ist ja Privatveranstaltung dann schon. Ne? Ja, also was ist das, also Sie sehen, das habe ich da mitgebracht, es gibt, also ständig geht es weiter in den Geräten, Sie sehen, ich habe da die Google Glass Brille auf, die ab heuer dann in der Business-Version wieder verkauft wird, wir haben die ersten Tests damit, was kann ich also hier für Potenziale machen, Sie sehen Surface-Oberflächen, wo Sie also mit Händen und Füßen oder wie auch immer arbeiten können, also ganz anders kooperativ, also mit Personen arbeiten können, das ist auch spannend, weil die Personen, die hier sitzen, das weiß da die Surface-Oberfläche, das heißt, sie können kollaborieren mit denen auf einer Surface-Oberfläche, die können alle gleichzeitig schreiben. Und das ist schon also ganz was Neues, wenn Sie also über das nachdenken, was damit eigentlich möglich wird. Wir bewegen uns, wir sind da mittendrin, also das ist eh schon alt, Sie sehen, das schaut ja aus wie Gameboys, das haben meine Kinder gar nicht mehr, die haben also irgendwas anderes, die sind sowieso nur mal so unterwegs und kaum, sagen wir, passt mal 5 Minuten nicht auf, dann spüren sie schon wieder irgendwas oder tun da wieder auf ihren Geräten, die sind es gewohnt, also so damit umzugehen. Nur die Frage, was ist jetzt mobiles Lernen? Das ist immer so, ja, also, das ist, also man kann schwer Mathematik mobil vermitteln, ja, also so wie wir es in der Vorlesung machen, stimmt, ja, dem ist zuzustimmen, aber ich weiß nicht, kennen Sie diese App, die heißt Unlock Your Brain. Wenn nicht, also ich kann es leider nur den Android-Usern empfehlen, weil ich habe nur ein iPhone, da geht es nicht. Die machen Folgendes, sie haben zum Beispiel einen Lockscreen. Ja? Das heißt, das ist ihr Screen, wenn sie draufdrücken und das Handy ist gesperrt und da kommt jetzt kein Code mehr, sondern da kommt eine Rechnung. Und sie müssen dann... Der Zusatz ist, keine Sorge, sie kommen auch bei dreimaligen Versagen noch in ihr Handy rein. Ja, das ist... Aber das ist spannend, das hat man mit Kindern gemacht, das haben meine Söhne freiwillig installiert, das hat er freiwillig 2, 3 Wochen gehabt, ja, das war für ihn kein Problem. Zweistelliges Rechnen, zweistelliges Multiplizieren, also das geht natürlich kompliziert, das können Sie mit Vokabeln machen, völlig egal. Und Sie können sich dann, die generieren Millionen von Daten, ist ein Berliner Unternehmen, und wir haben uns die Daten anschauen dürfen. Es ist total spannend, wie man sieht, wie schnell das ansteigt, wie schnell die Kinder dann fit werden, im Kopf zu rechnen damit. Ja, das geht unglaublich schnell, also die Kurve ist unglaublich oben. Und damit kann man mit sehr einfachen Dingen plötzlich also implizites Lernen ermöglichen. Ja, also jetzt müssen Ihnen, dazu kann man auch Statikbeispiele rechnen. Ja, das ist also völlig egal, was Sie da dahinter setzen. Ja, das ist also nur die Idee. Natürlich gibt es dann Apps, die, da haben wir was von der Elektrotechnik mit, das vielleicht dann Twitter Walls, das heißt, dass Sie also Twitter verwenden. Also ich habe manchmal in der Vorlesung 2, also da läuft auf der Seite dann eine Wall mit, da können die Studenten anonym Fragen stellen. Das macht total viel Sinn, wenn Sie 300, 400 Leute haben, weil da stellt eh keiner eine Frage. Wenn Sie, ja, also ich habe noch nie erlebt, dass ich da an Fragen, ich habe da eine Steigerung von 500% gehabt, weil ich habe nach der Stunde 5 Fragen gehabt. Ne? Also das habe ich jahrelang nicht erlebt. Und die twittern da halt dahin, suchen Folien, arbeiten in irgendeiner Weise mit, da passiert irgendwas. Ja? Also das, was die Leute früher so unterm Zettel gemacht, also unterm Tischbank gemacht haben, ist also jetzt halt offensichtlich auf Walls. Games. Ja, das ist der Schnittkraftmeister, das war mein PhD-Programm damals, für das bin ich dann also im deutschsprachigen Raum wahnsinnig berühmt worden. Ich bin der, wer es kennt, der dahinter steht. Wir haben also ein Spiel für Bauingenieure und Maschinenbauer produziert und wir haben also innerhalb von 2 Monaten 23.000 Spiele gehabt. Und dann habe ich gewusst, oh, da habe ich irgendwas gemacht, das offensichtlich ins Herz eines Mechanikers trifft. Das ist ganz einfach, Sie haben ein System und Sie haben 3 verschiedene Lösungen gegen die Zeit. Und ich garantiere Ihnen, so gut Sie sein wollen, Sie kommen beim ersten Mal nicht durch. Das hat auch mein Professor nicht geschafft und das hat ihn jahrelang geärgert.
Ja, als Statikprofessor. Aber die letzten Systeme sind so gefinkelt, das können Sie beim ersten Mal nicht erkennen. Ja, dann spannend, und das ist etwas, das immer noch sehr in den Kunderschuhen ist, kooperatives Lernen. Also wir haben immer mehr diese Devices, und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben also hier ein Programm, es nennt sich Mathe Bingo, das ist der iPad. Der iPad hat die Rechnung, 3 plus 9. Und ich kann jetzt bis zu 4 Devices, das heißt also Mobiltelefone, an diesen iPad rankoppeln, ja, wo also die Bingo-Karte ist. Und die Kinder spielen miteinander an einem Tisch Bingo. Und das Spannende ist jetzt nicht, also als Techniker schon, dass das miteinander verbunden ist und funktioniert. Ja. Das Spannende ist, die Kinder reden die ganze Zeit. Ja. Die Kinder unterhalten sich. Ja. Der Gute sagt dem Schlechten, du, das ist 9 und so weiter. Also die lernen da in einer Tour, sie halten das nicht aus in so einem Raum, weil es so laut wird. Die schreien sich ja gegenseitig an, du weiter, weil die Zeit ist aus und so weiter. Und die arbeiten da eine Stunde lang dahin und da geht die Zeit drauf plötzlich und ist weg. Das Gleiche haben wir gemacht mit Buchstabenpost, mit anderen Dingen, Memory und so weiter. Also da können Sie die Fantasie hochgehen lassen, was ist passiert eigentlich, wenn Sie Geräte zusammenschalten. Sie nutzen quasi Ihr Gerät als eigene Karte. Dann habe ich auch gehört, also das mit der Individualisierung, das ist also ganz richtig. Die Individualisierung ist etwas, das wird uns treffen, ganz, ganz wesentlich. Wir arbeiten sehr stark an Learning Analytics. Big Data, das ist ja leider eher negativ konnotiert. Ich sage es positiv, wir nehmen Big Data für Lernen, um damit effizienteres Lernen festzustellen. Und zwar folgendes, also ich habe einen 1x1 drin, so hat es 2010 angefangen und habe die Frage gestellt, Wissenschaftler wie ich bin, was ist die schwierigste Rechnung des 1x1? Was sagt das Publikum? Wir sind im Jahre 2015, Sie wissen das nicht. Ja? Die Mathematik hat offensichtlich nie darüber nachgedacht. Ja, also man kann es raussehen. Sie sehen, ich habe den roten Felder, Sie sehen, wo die roten Felder sind, aber es ist dieses 6x8 und 8x6. Es sind für die Kinder zwei verschiedene Rechnungen. Ja? Jetzt könnte man in weiterer Folge die Frage stellen, liegt es daran, dass wir die 8er-Reihe zum Schluss lernen? Möglich, ja. Wer hat es erfunden, dass wir die 8er-Reihe zum Schluss lernen? Finden Sie keine wissenschaftliche Publikation. Das ist offensichtlich durch Schulbücher entstanden. Didaktisches, empirisches Wissen. Ja? Und wir haben plötzlich also Mengen an Daten. Sie sehen also, wir kennen an die millionste Rechnung. Das ist valide, diese Übersicht, die ich hier habe. Das ist wirklich Fakt. Und das kann ich aber nicht nur über alle zeigen, das kann ich über jede Schule zeigen, über jede Klasse zeigen, über jeden Schüler zeigen. Und jetzt wird es spannend. Jetzt weiß der Lehrer erstmalig ganz genau, wie seine Kinder sich verhalten und wo die Fehler liegen. Und er könnte jetzt den 7x6 da fragen, 8x7 da, hinten 4x8 und die Kinder gezielt trainieren. Nicht generell, wir prüfen wieder die Dreierreihe. Und es gibt nachweislich Kinder mit 14, die das kleine 1x1 nicht hundertprozentig beherrschen. Und das ist Learning Analytics positiv formuliert. Das heißt, sie versuchen Daten zu erfassen, Daten zu generieren und aus diesen Daten individualisierten Unterricht anzubieten und viel mehr stark mit den Kindern zu trainieren. Wir haben in der Zwischenzeit Multiplikationstrainer, Additionstrainer, Vokabeltrainer. Jetzt sind wir dran an einem Rechtschreibprogramm, das im Prinzip genau analysiert, typische Fehler für Volksschulkinder in der deutschen Sprache. Ja, das ist also gar nicht so einfach zu schauen, also wie schreiben hier die Kinder typischerweise falsch. Und das wird analysiert und wird versucht, also dem Kind möglichst Rückmeldung zu geben. Und das Spannende ist, das geht nicht automatisiert, sondern es braucht natürlich den Lehrer dazwischen. Ja, also Learning Analytics versteht sich nicht so, dass das intelligente Tutoring-System ist, die dann sagt 7x3, 7x3. Nein, wir schauen mit bei den Kindern, es werden Kurven gezeichnet und der Lehrende wird alarmiert. Ich habe gesagt, bitte hinschauen bei dem Kind, da gibt es jetzt ein Problem, der rechnet schon seit 4, 5 Mal falsch. Und wir haben also aus den statistischen Daten, wenn Kinder 3 Fehler hintereinander machen, liegt ein Problem vor, der kommt aus diesem Loch nicht mehr raus. Das ist relativ sicher, mit einer 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Und das ist also etwas, das man mit Nicht-Daten nicht machen kann. Ja, also das ist dort, wo also die EDV einfach die Lehre unterstützen kann. Ja, dann natürlich auch die ganze Welle um MOOCs, ja, also diese Massive Open Online Courses, wo natürlich alle Hochschulen aufschreiben, Gottes Willen, sind wir morgen ersetzt. Nein, sind wir überhaupt nicht, sondern die MOOCs sind ja nur Online-Kurse. Das sind also Kurse, wo man gewisse Dinge vielleicht schöner darstellen kann oder auch für viel weitere, für viel mehr Personen machen kann, als wir sie die reine Hochschule, und wir können sie ja auch wieder nutzen. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist Making, das wird also eine Hochschule interessieren wie hier. Wir haben mit 3D-Druckern und Sonstiges mit Kindern gearbeitet und haben das der Nachwelt wieder so zur Verfügung gestellt und haben also hier über 600 Personen wieder trainiert, in der Hoffnung, Multiplikatoren zu schaffen, dass Lehrende in die Schulen gehen und 3D-Drucker einsetzen. Ja, das ist also eigentlich die Idee. Das ist nicht die Idee, dass man, bei 3D-Drucken lernt man nicht am Video, aber die Idee zu zeigen, wie es machbar wäre, um da wieder besser und weiter breiter zu kommen. Ja, das ist also einfach die Reichweite eine andere. Das heißt, MOOCs eignen sich sehr wohl für partikuläre Themen, aber natürlich wäre kein ganzes Curriculum umsetzen können damit, also so schnell. Das ersetzt natürlich nicht die Lehre an sich.
Ja, also was ich vermitteln wollte im fünften ist, Lernen wird ubiquitär. Ja, das heißt, überall, jederzeit, es gibt heute Möglichkeiten, sich also mit vielen Dingen gleichzeitig und sofort zu beschäftigen und durch die mobilen Technologien tatsächlich jetzt wirklich überall. Das war so vor 10, 15 Jahren so noch nicht denkbar. Damit bin ich also bei meinem Abschluss, also die Zukunft des Lernens, und ich fasse eigentlich nur noch zusammen. Ohne Medien ist für Jugendliche undenkbar. Das also funktioniert nicht. Das ist so, wie wenn sie uns den Strom wegnehmen, ja, sage ich immer. Das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Meine Mutter schon noch, ich nicht mehr. Benötigt umfassende Medienkompetenz, das ist zwangsläufig so, also um das kommen wir nicht herum. Der Lehrenden, organisatorische Rahmenbedingungen, ich habe auch über die Infrastruktur gesprochen, und ist ohne frei zugängliche Bildungsinhalte kaum umsetzbar, weil sie also sonst nichts haben, womit sie also ordentlich lernen können. Ermöglicht damit aber eine didaktische Vielfalt. Sie sehen, ich kann also hier problemlos zwischen Präsentationen, Videos, ich hätte jetzt ein Video zeigen können und so hin und her switchen, das ist alles kein Problem mehr. Und passiert schlussendlich überall und zu jeder Zeit und nicht mehr ausschließlich in geschlossenen Hörsaalräumen. Damit sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe was mitgeben können und stehe euch gerne für Fragen zur Verfügung. Danke sehr. Die Folien finden Sie übrigens hier, also seit gestern online. Vielen Dank, Herr Ebner. Lock up your brain. Ich setze voraus, dass das auch in diesem Hörsaal erfolgt ist. Fragen bitte an Herrn Ebner. Während Sie vielleicht noch nachdenken, von mir eine kleine Frage. Bei den Open Educational Sources haben Sie Abkürzungen verwendet, BY und SA. Okay. Die sind das war bei zu schnell mir noch nicht angekommen. Nein. Ja, also das ist eines. Belegt, hätte ich beinahe genau gesagt, ja. Also es ist, da geht es um Creative Commons Lizenzen. Das sind also standardisiert und definierte Lizenzen. Und die können Sie, also der Vorteil ist, dieser Verein ist weltweit tätig, das heißt, er übersetzt es in alle Landessprachen. Das heißt, wenn also jemand bei Ihnen die Lizenz, jetzt ich erkläre gleich, was es heißt, CC by SA findet, dann kann er das auch in seiner Landessprache anschauen und weiß, was er damit mit diesem Dokument tun kann. Im Kürzel heißt es, also CC steht für Creative Commons, also das ist dieser Verein, by steht dafür, dass also der Autor, der Urheber des Dokumentes im neuen Dokument zu nennen ist, das heißt, ordentlich zu zitieren. Ja, also man kann das Foto verwenden, muss aber hinschreiben von Martin Ebner. Und SA würde für Share Alike stehen, das heißt, Sie müssen Ihr neu geschaffenes Dokument, Ihre Präsentation ebenfalls unter CC BY SA stellen. Mit anderen Worten, die zwei offensten Lizenzen sind CC BY, nur die Nennung des Autors, und die alleroffenste ist, dass Sie es unter CC 0 stellen, das ist also Public Domain, dass Sie also sagen, machen und was Sie wollen, da brauche ich auch nicht mal den Autor mehr nennen. Und das können Sie also in vielen Abstufungen verschiedenartig verwenden. Not commercial, das heißt, es darf jemand, der Ihre Folien nimmt, nicht für kommerzielle Zwecke einsetzen zum Beispiel. Ist aber eine schwierige Lizenz, weil das heißt, also an privaten Hochschulen oder Weiterbildungslehrgängen, wo Geld im Spiel ist, geht das dann nicht mehr. Dann dürfen Sie das Material nicht mehr verwenden. Frau Weißmann, bitte. Dankeschön. Sie haben viel von Medienkompetenz von Lehrenden gesprochen und mich würden Ihre Erfahrungen mit Studierenden interessieren, denn meine Erfahrung ist, die gehen mit Medien um, auch mit in sozialen Netzwerken, aber ich habe den Eindruck, nicht unbedingt kundig, also zum Beispiel das Thema Urheberrecht empfinde ich als äußerst schwierig, Studierenden seinen Auswirkungen zu vermitteln. Und ich habe persönlich, das ist vielleicht auch ein Generationenthema bei mir, manchmal auch Bauchschmerzen, was die Weitergabe persönlicher Daten und den Umgang damit angeht. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Ja, also das ist ein Wunderpunkt natürlich, weil so weit bin ich noch gar nicht gekommen, dass ich natürlich den Studierenden auch Medienkompetenzen zusprechen muss. Also ich habe das auch eingefordert an den Hochschulen, dort stoße ich dann mehr als wie auf taube Ohren. So quasi jetzt will das von den Lehrenden, auch noch von den Studierenden. Ich halte es sogar eher für sehr schlimm, dass man das mit dem Thema Urheberrecht, Plagiat und sonstiges den Studierenden nicht vermittelt, weil damit laden wir das Problem einfach auf die andere Generation über. Ich halte es für wesentlich, dass es früher ist. Das heißt, in vielen anderen, ich gehe eigentlich so weit, dass ich sage, Medienerziehung gehört in die Schulen hinein, und zwar auf ganz unten in der ersten Klasse. Wir müssen die Kinder heranziehen, was digitale Medien sind, und also so dann die Medienkompetenz aufbauen. Das heißt, das wie ist an der Hochschule, wenn wir beginnen, zwar ein guter Ansatz, aber auch schon viel zu spät, ja, weil also viele gar nicht also die Hochschule oder das Abitur erreichen. Ich muss viel früher anfassen, was ist Datenschutz, was ist Privatsphäre und so weiter, das Thema Cybermobbing und so weiter. Ich wäre dafür erste Klasse Grundschule.
muss das beginnen. Und noch haben wir es nicht. Also noch haben wir es. Nein, wir haben gar nichts. Also in Österreich haben wir in der neunten Schulstufe erstmalig Informatik und da soll man Informatik unterrichten und nicht Privatsphäre. Da verstehe ich den Informatiker, der sagt, ich habe aber was anderes zu tun. Also das ist auch schwierig, wer soll es machen. Das ist auch ein offenes Thema noch. Aber gebe ich vollkommen recht. Das ist bitte schön. Ich versuche sehr laut zu sprechen. Ja, ja. Ja, es stimmt schon. Also das ist eigentlich ein Wunderpunkt und das ist eine Kulturfrage, also auch in Österreich, Deutschland vor allem. Also das Scheren und Teilen und von anderen verwenden ist also bei uns sehr schwierig. Man kann es natürlich nicht ordentlich monitoren, das ist das Problem, also wie es oft eingesetzt wird und verwendet wird. Wir kriegen halt immer wieder sporadisch Rückmeldungen, wo wir es beobachten. Aber ich nehme schon wahr, das nimmt zu. Also es ist schon so, dass es vor 5, 6 Jahren noch komplett neu war, da hat sich keiner getraut oder nur im dunklen Kämmerlein das gemacht. Und also jetzt also erleben wir also vor allem, dass das Material an sich eingesetzt wird, immer mehr. Aber was noch nicht passiert und was mich auch traurig stimmt, ist eine wirkliche Wiederverwendung im Sinne, dass jemand was Neues daraus baut. Eigentlich unser Video nur einbettet in einen großen Gesamten. Das ist noch viel, viel weiter in den Kinderschuhen. Und da ist, glaube ich, auch der große Bereich der OER-Bewegung, die an dem arbeitet, dass also wirklich und dass es wieder zurückgegeben wird. Also das, wir freuen uns ja. Also das ist ganz schwierig, den Leuten zu vermitteln. Ja, setzt dies bitte ein und wir freuen uns, wenn wir die PowerPoint kriegen, weil dann muss ich sie nicht selber machen. Ich muss ja das Kapitel auch wieder vortragen. Das hält also schon so. Also ich habe schon meinen Unterricht vor vielen Jahren umgestellt. Ich unterrichte oft mit Slideshare. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist die große Plattform, wo nur Folien drauf sind, PowerPoint-Präsentationen. Und ich mache meinen Unterricht, wo ich die Studierende frage, was wollt ihr denn heute machen? Dann dürfen sie es wünschen. Und dann hole ich mir halt so ein PowerPoint da draus, weil ich kenne meine Kollegen, die da gut sind, und dann mache ich halt die. Ja, ich kann ja dazu reden, das ist ja nicht das Problem. Aber warum soll ich ihm alles produzieren? Ja, bitte? Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, dass Lehrbeauftragte darüber auch ihre Arbeit refinanzieren können? Sind da bestimmt sehr viele, die bereit wären, ihre Lerninhalte, die sie mühsam erstellen, anderen zur Verfügung zu stellen, wenn das auch entlohnt wird. Wir kennen ja in Deutschland die Situation, hat Deutschland funktioniert über Lehrbeauftragte, die sehr wenig verdienen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dort ein bisschen Geld zu machen. Also über das Thema, dass die Lehrbeauftragten zu wenig verdienen, kann ich jetzt nicht reden, da kann ich nur recht geben, aber das ist ein offensichtlich generelles Bildungsproblem, dass wir so also zu wenig Geld in der Bildung haben. Ja, das ist ein großes Problem in Deutschland und ist aber weltweit mittlerweile anders. Weltweit wird Bildung ist Business. Nur in Deutschland und Österreich nicht mehr. Das wird sich wahrscheinlich auch ändern. Ja. Aber mein Gegenargument ist also ein anderer Satz, den ich bei den Open Education Resources habe, weil das kommt immer wieder, um Gottes Willen, wenn ich meine Bildungsinhalte frei zur Verfügung stelle, dann habe ich mir quasi meine Existenz abgegraben. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, bei externen Lehrbeauftragten noch ein etwas anderes Thema. Für die Universität sage ich immer dazu, die Studierenden kommen nicht zu uns, ja, weil sie dann das beste Skriptum bekommen, sondern sie kommen deswegen zu uns, weil sie wissen, was sie erwartet. Und das heißt, es ist nur gut zu zeigen, was wir in der Lehre machen, weil die Lehre ist ja nicht durch das Skriptum ausgezeichnet, nicht durch das tollste Skriptum, weil dann hätten uns die Bibliotheken auch gereicht bisher. Dann machen wir ein Buch und dann sagen wir, das ist der Unterricht. Es geht ja um den Unterricht an sich und um die Person, die das dann vorträgt. Sie können meine Folien nehmen, Sie werden es anders machen, vielleicht besser, vielleicht schlechter, ich weiß es nicht, aber es liegt ja an der Person, es geht immer. Und das ist auch die Idee, bei den MOOCs zum Beispiel haben wir auch begonnen, mit sogenannten MOOC-Bars und MOOC-Hubs zu arbeiten. Da war die Idee, wir bieten den MOOC an als Hochschule und das soll bitte irgendein Trainer da draußen nehmen und seinen Kurs anbieten und dafür Geld verlangen, weil der stellt sich ja hin, braucht Raum, Zeit und so weiter. Ja. Ich habe nur den Content geliefert. Ja. Also die Denkweise wird eine andere. Und man könnte also Content wirklich zentralisierter herstellen und alle Leute greifen auf den zu und machen daraus was. Ja. Also Lehre ist nicht, für mich nicht gleichgesetzt mit Skriptum. Obwohl ich weiß, dass viel Arbeit drinnen steckt und dann könnte man halt Anreize schaffen und zu sagen, dann geben halt die Leute Unterstützung, die halt Lehrinhalte machen. Punkt. Es muss umdenken, ist im System notwendig dafür. Ja. Gibt es schon Ansätze, dass es monetarisiert werden kann?
Naja, Ansätze sind für mich schon da, aber sie sind nur in den Köpfen und ich will keiner entscheiden, weil es geht wirklich um viel Geld in diesen Bereichen. Ne? Das ist also schwierig. Ja? Also Ansätze geistig sind da und ich habe das Gefühl, wir bewegen uns in die Richtung, aber das wird nicht morgen passieren. Mit Blick auf die Uhr noch eine Frage, bitte. Ich habe eine Frage, und zwar bei der Folie General Use and Learn Use ist mir aufgefallen, dass eben halt einfach der Textbereich auch sehr hoch ist. Ist das eine Summe von allem, also von Twitter und von Blogs und von Doc-Files und von, ist es nur lesend, ist es schreibend? Wie ist es ganz am Anfang, diese? Ja, das Erste, was dahinter steckt eigentlich, das ist immer schwierig abzufragen, da fragen wir ab, also eigentlich Word, ja, also Textverarbeitungsprogramme, wie sie verwenden, also darunter sind Textverarbeitungsprogramme gemeint. Und da ist es so, dass sie natürlich also sehr, sehr stark fürs Lernen, das ist ein bisschen falsch ausgedrückt, die Studenten brauchen das natürlich, um quasi ihre Hausübungen teilweise zu machen. Ne? Mhm. Und damit ist das für sie inhärent, das mache ich während meines Lernprozesses, ja. Also das sind quasi Hausaufgabenverarbeitungsprogramme. Das ist also, damit ist im Prinzip Word gemeint, ja, also Texteditoren. Okay, danke. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vor allem aber vielen Dank an Sie, Herr Ebner. Die vorletzte Frage. Hat die Begeisterung, die Sie bei mir ausgelöst haben, über den breiten Ansatz des E-Learning wieder auf sehr deutsche Realität zurückgeführt? Nämlich tatsächlich gibt es, kann es die emotionale, aber auch die finanzielle Bereitschaft geben, das eigene Gedankenprodukt, die eigenen Lehr- und Lerninhalte so zu verbreiten, kostenlos, frei für jedermann, von Afrika bis Indien zugänglich, wie Sie das skizziert haben. Dieser mentale Shift, und da hängen ja, wie Sie es mit Recht gesagt haben, auch ökonomische Zwänge dran, ist vielleicht schon etwas, was wir in Deutschland anders sehen als in anderen Ländern, und auch darüber sollten wir nachdenken. Danke, dass Sie nicht nur den Mind, das Brain, sondern auch die Emotion für uns aufgeschlossen haben. Viel Erfolg für Ihr weiteres Arbeiten. Herzlichen Dank, Herr Professor Ebner.